Mauretanien. Sand, soweit das Auge reicht. 700 Kilometer Gleis führen hier mitten durch die Sahara. Für einen der längsten und schwersten Züge der Welt. Er transportiert täglich Eisenerz von einem der abgelegensten Orte des Landes bis an die Atlantikküste. Vor allem die Hitze und der Sand machen uns zu schaffen. Der Sand ist ständig in Bewegung. Der Sand ist das eine große Problem. Das andere sind freilaufende Kamele. Die 20-stündige Reise ist jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung für Mensch und Technik. Aber auch ein Abenteuer für alle, die mitfahren. Sidi Mohammed ist seit 28 Jahren Lokführer und verantwortlich für den bis zu 3 Kilometer langen stählernen Riesen. Entsprechend gründlich ist der Check vor der Abfahrt morgen früh. Seine Lok schaut er sich zusammen mit Ahmed, seinem Assistenten, noch einmal in Ruhe am Vorabend an. Wir fahren durch eine besondere Zone der Sahara mit vielen Sanddünen, die sich bewegen. Wenn zu viel Sand auf die Schienen weht und der Zug darüber fährt, dann hebt ihn der Sand hoch und der Zug kann entgleisen. Es gibt nur ein einziges Gleis. Wenn da was passiert, ist der Erztransport unterbrochen, vielleicht sogar die gesamte Produktion. Das ist dann ein Riesenverlust für uns alle. Ein vollbeladener Zug wiegt bis zu 21.000 Tonnen. Extrembedingungen. Die Erzmine Fderik. Ihretwegen wurden die Gleise ab dem Ende der 1950er Jahre verlegt. Noch zu Zeiten der französischen Kolonialherrschaft. Das hier in der Bergbaustadt Zuerat gewonnene Eisenerz geht vor allem an europäische Stahlproduzenten. 13 Millionen Tonnen sprengen die Arbeiter jedes Jahr aus der Erde. Der Wüstenexpress fährt das schwarze Gold bis an die Küste. Von dort geht es per Schiff weiter. In jeden Waggon passen bis zu 120 Tonnen. Vor der Abfahrt wird das Erz noch ordentlich gewässert, damit der Fahrtwind es später nicht wegweht. Bis zu 4 Stunden dauert es, bis ein Zug komplett beladen ist. Zuerat mit seinen etwa 50.000 Einwohnern lebt vom Bergbau. Die Eisenerzvorkommen hier sind eine der wichtigsten Einnahmequellen für das von großer Armut geprägte Land. Lokführer Sidi ist im Zeitplan. Für die Fahrt durch die Wüste darf der Turban nicht fehlen. Dann geht es auch schon los. Sidi und sein Assistent Ahmed werden pünktlich von zu Hause abgeholt. Und schon geht es weiter zum Bahnhof von Zuerat. Bereits jetzt zeigt sich, dass die Fahrt recht windig werden wird. Die beiden werden ganz besonders auf Sandverwehungen achten müssen. Ein allerletzter Check der Lokomotive. Eine Maschine US-amerikanischer Herkunft. Bevor es losgeht, werden die Bordsysteme überprüft. Wer es sich leisten kann, reist im einzigen Abteilwagen. Für umgerechnet 2 Euro. Andere, wie Setne, wählen die kostenlose Mitfahrt im Freien auf den Erzwaggons. Gerade noch rechtzeitig hat er es zum Zug geschafft. Jetzt müssen nur noch seine 4 Ziegen schnell verladen werden. Ich danke dir. Dann heißt es, sich auf dem Eisenerz einzurichten, so bequem wie möglich. Hier oben wird er zusammen mit den Ziegen die nächsten Stunden verbringen. Endlich können die beiden 4.500 PS-Maschinen anlaufen, um die 112 Waggons in Bewegung zu setzen. Der Zug hat eine lange Reise vor sich. Im Eisenerzgebirge von Zuerat geht es los. 700 Kilometer durch die Wüste, entlang der Grenze zum Nachbarland Westsahara, bis in die Küstenstadt Nouadhibou. Dazwischen gibt es nur 2 weitere Haltepunkte. Bei bis zu 50 Grad Celsius bahnt sich der Zug seinen Weg durch den endlos scheinenden Sand.
Nachts wiederum kann es je nach Jahreszeit aber auch kalt werden. Der Koloss mit seinen tausenden Tonnen Eisenerz gilt als einer der längsten und schwersten Züge der Welt. Der Zug hat inzwischen schon die ersten 100 Kilometer hinter sich gebracht. Jetzt nähert er sich einer gefährlichen Passage, in der Wanderdünen den Schienen bedrohlich nahe gekommen sind. Für Sidi heißt das, besonders aufmerksam zu sein. Der Wind steht heute besonders ungünstig. Das Sandräumteam muss alles dafür tun, dass der Zug die kritische Stelle problemlos passieren kann. Der Sand macht uns ziemlich zu schaffen. Aber das ist unser Job. Unser oberstes Ziel ist es, dass der Zug ohne Stopp einfach durchfährt. Der Sand kann den Zug zum Entgleisen bringen. Das müssen wir vermeiden. Die Nacht bricht an. 5 Stunden ist der Zug nun schon unterwegs. Noch nicht mal ein Drittel der Gesamtstrecke ist geschafft. Bis zum Atlantik ist es noch weit. Nach 10 Stunden Fahrt in Timemitschat haben Sidi und Ahmed ihr Etappenziel erreicht. Sie steigen aus, um in einer Unterkunft für Bahnangestellte zu übernachten. Ein anderes Lokführerteam setzt die Reise fort. Sidi und Ahmed steigen auf der Rückfahrt wieder hierzu. Mit gedrosselter Geschwindigkeit geht es erst einmal weiter durch die Nacht. 380 Kilometer Wegstrecke sind es noch bis in die Küstenstadt Nouadhibou. Weitere 10 Stunden Fahrt bis zum Atlantischen Ozean. Der Zug ist die einzige Möglichkeit, vom Meer aus ohne Umwege in die Wüstenstadt Zuerat zu gelangen. Denn es gibt kaum Straßen in die Wüste. Dementsprechend groß ist der Andrang. Lokführer Sidi ist auf halber Strecke inzwischen wieder zugestiegen. Für ihn beginnt erneut eine Nachtschicht. Nach gut 20 Stunden Fahrt durch die Sahara erreicht der Wüstenzug ohne Zwischenfälle wieder die Berge von Kedit Ejil und nähert sich der Stadt Zuerat. Einmal aus der Wüste bis ans Meer und wieder zurück. Für Sidi gehen 2 anstrengende Tage zu Ende. Er freut sich darauf, seine Familie wiederzusehen.